Test, Test. R2D2. Ahoi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr euch fragt, warum in den letzten Wochen so gut wie keine Videos online gingen, das liegt daran, dass ich meine Wohnung renoviert habe, überwiegend meine Küche und Teile meines Wohnzimmers. Und als nächstes ist der Flur dran und dort möchte ich ebenfalls solche selbstgebastelten Fachwerkbalken unterbringen. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mit und zeige euch, wie ich das gemacht habe. Falls euch dieses Projekt und dieses Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und oder einen Kommentar hinterlassen könntet oder sogar ein Abo, denn das würde mir und meinem Kanal mega weiterhelfen. Genug geschwafelt, los geht's. Das ist der triste, öde, verlassene Flur, bisher nur aufgehübscht durch einen alten Spiegel. Ich habe zunächst die Breite des Flures gemessen und dabei ruhig ein paar Zentimeter draufgerechnet, da die Wände in solchen Wohnblöcken meist sehr uneben sind, ist es besser, wenn man die Möglichkeit hat, etwas vom Balken entfernen zu können. In meinem Fall müssen die Balken 108 cm lang sein. Ich entschied mich dann, einen 50 cm breiten Karton zu verwenden und ihn in drei Teile zu unterteilen. Zur Stabilisierung befestigte ich solche Styrodurplatten mit ein paar Schrauben im Karton. Ich konnte dann etwas vom Karton wegschnitzen und dem Balken eine etwas interessantere Oberfläche verpassen. Die Kanten solcher Balken sind ja selten perfekt und im besten Zustand. Die Oberfläche habe ich im Allgemeinen etwas zerstört, sodass alles etwas älter und abgenutzt aussieht. Die Löcher deckte ich dann mit Malerkrepp ab. Keine Sorge, das Klebeband wird später abgedeckt und bleibt schön fest an Ort und Stelle. Das Styrodur befestigte ich außerdem noch mit etwas Heißkleber am Karton. Sicher ist sicher. Solche kleinen Pappwinkel helfen ebenfalls bei der Stabilisierung. Als nächstes mischte ich eine gute Menge Spachtelmasse, da könnt ihr echt die billigste Sorte nehmen, mit Bastelkleber, etwas schwarzer Acrylfarbe und billiger brauner Abtönfarbe. Diese Masse trug ich dann großzügig auf und ließ sie für einen Moment antrocknen. Damit das Ganze ein wenig mehr nach Holz aussieht, schnappte ich mir einen Kamm und entfernte einige seiner Zinken. Den Kamm zog ich dann mit etwas Kraft durch die noch feuchte Masse. Dabei entsteht eine richtig coole Struktur, die echtem Holz schon recht nahe kommt.
Nach dem Durchtrocknen bemalte ich den Balken dann noch in verschiedenen Brauntönen, bis mir das Ergebnis einigermaßen gefiel. Die Balken kommen in meinen recht dunklen Flur, da sieht man die schreckliche Bemalung zum Glück nicht so deutlich. Den überstehenden Karton kannst du dann vorsichtig nach innen klappen und dann in die gewünschte Ecke klemmen. Ich habe noch zwei weitere Balken vorbereitet und schon mal an Ort und Stelle befestigt. Sollten die Balken etwas zu locker sitzen, kannst du etwas Moosgummi oder Pappe zwischen Balken und Wand klemmen. Größere Schlitze oder Öffnungen kannst du dann zum Beispiel mit künstlichen oder echten Blumen abdecken. In den Balken kannst du sogar kleine Haken drehen und Kräuter oder sowas aufhängen. Achte aber darauf, dass das alles nicht so schwer für den Balken wird und er dir nicht irgendwann runterrauscht. Den großen Balken in meiner Küche bemalte ich dann sogar noch mit Kreide, denn die Küche sollte ja im Druiden-Hexenküchen-Stil gehalten werden. Okay, sehen die Balken jetzt ultra realistisch aus? Nein. Macht Spaß, die Teile zu basteln? Ja, und darauf kommt's an. Ich denke, man könnte sie sogar komplett aus Styrodur basteln und da mit einem Lötkolben vielleicht die Struktur reinbrennen, aber darauf hatte ich einfach keine Lust und ich habe dann einfach Pappe verwendet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich weiß noch nicht genau, was da kommt. Ich weiß noch nicht, was ich basteln werde. Bis dahin, macht's gut.